Nur wenige Kreaturen in Lordran sind so unweltlich und künstlich wie die verzerrten und tödlichen Kreationen des schuppenlosen Herzogs, Seath. Doch kreierte der wahnsinnige Drache nicht nur albtraumhafte Wesen, die durch die Dunkelheit huschen. Der Lord des Archivs ist ebenfalls für zauberhafte Wesen verantwortlich, die nun sowohl seine Heimat unter dem Archiv als auch die umliegenden Wälder bevölkern. Ich bin Cera und heute sprechen wir über den Mondlichtschmetterling, einer wundersamen Kreatur, die sich einen hohen Turm im tiefsten Wald zur Heimat machte. Mondlichtschmetterlinge sind majestätische Kreaturen, erschaffen von Seath, dem Schuppenlosen, um einen unbekannten Zweck zu erfüllen. Dass diese Kreatur nicht natürlich ist, wird durch das verdrehte Horn und den magischen Kreis auf ihrem Rücken deutlich. Sie ruht vor einer alten Schmiedestätte, die vor langer Zeit von einem heiligen Schmied betrieben wurde. Über diese Schmetterlinge ist leider überhaupt nichts bekannt, was uns eigentlich nur Spekulation übrig lässt. Also nimmt alles, was ich hier zu erzählen habe, nicht allzu ernst. Seath war besessen von jenen Schuppen, die seiner Verwandtschaft ihre Unsterblichkeit gab. Und in seiner verzweifelten Hoffnung, sie künstlich erschaffen zu können, wandte er sich der Zauberei zu. Einer dieser magischen Experimente war der Mondlichtschmetterling. Eine majestätische Kreatur, der die arkane Magie innewohnt, die er so sehr begehrte. Die Schmetterlinge nisten in magischen Höhlen und der Nähe von Gegenständen großer magischer Macht. So lässt sich vermuten, dass sie von Seath erschaffen wurden, um Magie aufzuspüren, die der Schuppenlose nutzen könnte. Der Mondlichtschmetterling hat ein interessantes und herausstechendes Design, welches einer alten Sage unserer Welt ähnelt. Dass Seath dem Wahnsinn und dem Größenwahn verfiel, ist weithin bekannt. Doch dass er seine Kreation, seine eigenen Kinder, buchstäblich Engeln, sogenannten Seraphen, nachempfand, spricht von grenzenlosem Größenwahn. Mehrere Flügelpaare und ein eiserner Heiligenschein machen dies recht deutlich. Doch lässt die arkane Macht, die ihnen innewohnt, ihre physische Kraft schwinden. Sollte der Schmetterling auch nur eine kurze Pause einlegen, um zu rasten, reichen ein paar gezielte Schwertschläge des Soulskies, um das Leben des Schmetterlings zu beenden. Mit der göttlichen Glut in Händen setzt unser Held seine Reise durch den Wald fort, auf der Suche nach einem alten Wolf, der sich in diesem Ort aufhalten soll.